Willkommen zurück, mein Lieben, auf meinem Kanal des Ravenite. Es ist immer noch Forsakenmann84, der Ravenite ist immer noch beim Haare schneiden. So, dann wollen wir mal weitermachen. Ich plünder den erstmal hier. Wasser, Wasser, Wasser. Wie viel Paprika hat er mir, wie viel Pfeffer hat er mir denn gegeben eigentlich? Ein. Das ist ja schön. Für einen Pfeffer bin ich hier rumgelaufen. Großartig. Mal schauen, wie weit wir mit einem Pfeffer kommen. Ich habe keine Lust, jedes Mal in den Sumpf zurückzulatschen eigentlich. Aber wir gehen jetzt erstmal wieder zurück zur Höhle vom Vulkan und schauen. Tap, 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 tap. Und klatsch. Das Sumpfmonster ist Geschichte. Und die alte Frisur des Raven hat hoffentlich auch, wenn er wiederkommt. Uah, voll erwischt. Was platzt so herrlich auf? Ein Flippo. Wofür werfe ich eigentlich meine Speere, wenn der Hund schneller ist als ich? Bum, 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 bum. Wuff. So, ich habe ein Level-Up erreicht. Der Hund müsste auch wieder bald eins kriegen. Sehr gut, sehr gut. Weiter. Uah. Ich habe teilweise momentan echt Glück, was das angeht, dass ich nicht dauernd getroffen werde. So, weiter geht's. So, das war ich. Ja gut, hier ist der falsche Weg. Und ich finde ihn nochmal zurück hier. Geh ich mal hier lang. Komm schon, greif an, Hund. Mach was. Sehr gut. Und wieder was getötet. So, oh, voll erwischt. Klasse. Ja, treff mich nochmal, weil es so schön war. So, dafür bist du jetzt mal geplättet. So, ich glaube, ich bin jetzt gleich durch hier. Wieder zurück an der Ausgangsposition. Aus dem Sumpf raus. Was gibt's denn hier Hübsches? Ah, eine Wurzel. Mitten im Wasser. Sehr sinnvoll, aber gut. Kurzer Moment, liebe Leute. So, da bin ich wieder. So, und auf zur Lava, Krater, Höhle, was auch immer, Vulkan. Gut, geht's hier lang? Nein. Schön, dann töten wir noch diese Pflanze. Dann gezielt einen Speerwurf. Und verhauen ab. So. Ja, Raptor. Hund, töte Raptor, los. Oder stirb fast. Natürlich auch eine Alternative. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Ah, sehr schön, das habe ich nicht erwischt, sondern den Hund. Haha. Sehr geil. Toll, ich habe es verfehlt. Wie schön. So. Ach, falsche Richtung. So, und jetzt runter. Mammutfriedhof. Höhe Spinnen. Ich hasse Spinnen. Nicht nur, weil sie mich vergiften können. Auch prinzipiell hasse ich Spinnen. Oh, und was hast du da? Ich habe eine Wurzel und was hast du? Wahrscheinlich wohl das gleiche. Moment, da müsste noch irgendwas sein. Und zwar dreimal Asche. Yay! Ja, ich werfe den Speer, um nicht zu treffen. Yay! Wunder, wunderschön. Nochmal Asche. Und noch eine Spinne, oder auch nicht. So, das töten wir auch noch alles, hoffe ich. Yay, Level Up für unseren Hund. Oh, ein Double Kill. Nice. Ähnliche Pflanze. Und die versperrte Höhle. Telekinese. Wuh, wuh, wuh. Nett, jetzt können wir auch da rein. Und das tun wir jetzt auch mal. Weil wir wissen, wo der Hund hin will.
Er hat Leben gefunden. Woo, Leben. So, heiße Sache hier. Ah, die Echsen vom Friedhof wieder. Unangenehme Gegner. Kurzen Moment, Leute. So, entschuldigt die kurze Unterbrechung, da bin ich wieder. Und der Herr Rafe ist immer noch nicht da. The Rafe Knight. Wir feiern Rafe Knight, für uns die geilste Zeit. So, diese Echsen halten schon ein bisschen mehr aus. Boah, und erwischen mich ganz hart. Hoffentlich lohnt es sich wenigstens, sie zu töten. Ich meine, jetzt Erfahrungspunkte technisch. Die haben über 100 Leben? Leute, geht's noch? Ganz schnell ein Krafttauch auf mich. Vor ich. Als hätte mich gerade das Zeitliche gesegnet. So, habe ich einmal kurz erwischt. Nicht erwischt. Hin ist hier trotzdem. So, und jetzt kann ich auch diesen Behälter öffnen. Was war's drin? Lehm. Gut, Lehm gefunden. Wo geht's hier weiter? Schön. Sehr schön. Ah! Hier drüber. Pfeffer! Sehr geil. Und rennen wir mal eine Runde. So. Und weiter geht's. Hier rein. Zwei Teile zum Plündern. Wasser und 100. Yay, 100 Krallen, Leute. Jetzt bin ich bald reich. Gut, dass ich gerade noch einen Pfeffer gefunden habe. Damit kann ich wieder den Telekinese-Zauber einsetzen. Der Hund schnüffelt, aber das meint er wohl nicht ernst. Hier ist nämlich nichts. Dann gehen wir hier lang weiter. So. Noch mehr Echsen, die ich nicht mag. Teilen echt mit der groben Kelle aus, die Viecher. Das ist unglaublich. Aber ich habe sie erwischt. Für 56 Schaden. Ich liebe es, wenn ich Viecher aus der Entfernung töten kann. Oder auch nicht. Das Nicht ist viel, viel interessanter natürlich. Na, die habe ich wenigstens auch nochmal erwischt. Über 100 Leben zu dem Zeitpunkt. Dafür, dass ich keinen Schaden mache, ist es echt ein bisschen herb, also. Es geht. Ich übernehme mich immer wieder bei sowas. Gut, dass der Hund so viel Leben hat und so wenig Schaden kassiert. Ja, eine Ex tot. Und der Hund läuft komplett in die falsche Richtung, um mich zu schützen. Super Idee. Yay, klasse KI. Eigentlich möchte der noch entkommen. Und ich habe es getroffen. Wenn der Hund weiter so macht, hat er bald weniger Leben als ich. Irgendwas stimmt mit dem Hund jetzt absolut nicht. Ich habe den viel, viel schlauer in Erinnerung. Also in meiner Erinnerung war der Hund viel, viel effizienter. Ich auch übrigens. So. Und ja, wieder was gekillt. Wann stirbst du endlich? Rundangriffslevel 3, sehr geil. Ach, hier ist was. Eine Wurzel. Wie schön. Die kann ich runterwerfen? Nein. Nicht runterwerfen. Doch, kann ich runterwerfen. Wie schön. Dann kann ich auch hier weiter lang. Hier geht's nicht lang. Hier auch nicht. Wie sinnvoll. Es greift mich an. Beziehungsweise den Hund. Verhau ich's. Los, töte es, Hund. Los! Boah, 18 Schaden. Kann ich noch mit einer Feder kitzeln. Speer. Der Hund kann ich mal wieder heilen, eigentlich. So, Telekinese-Zauber. Ach, ist ja noch gar nicht so weit. Ich hoffe, jetzt hier ist Pfeffer dran, sonst muss ich zum Sumpf zurück. Habe ich voll Bock drauf. Pfeffer gefunden, so ein Glück. Weil hör mal, zum Sumpf hier, Leute, hätte ich echt keine Lust gehabt. Auch
Den werden wir anheben. Oh, der Hund schnüffelt. Und wir finden, ich hoffe, Asche. Wasser. Im Vulkan. Ja, das ergibt Sinn. In welchem Vulkan ist sonst kein Wasser vorhanden? Vulkane sind bekannt dafür, dass Wasser drin ist. Wie konnte ich das vergessen? Ja, greif mich ruhig an. Tolles Vieh. Ja, noch eins. Juhu, ich freue mich. Die teilen echt mit der groben Kelle aus. Aber das kann ich auch. Was ist hier drin? Ein Blatt. Der Hund führt mich zu. Noch eine Wurzel in der Lava. Also eine geröstete Wurzel in dem Sinne. Auch nicht schlecht. Mal was Neues. Ja, verfehlen. Hurra. Freude, Freude, Freude. Oh, wie ich wieder nicht treffe. Das ist wieder episch, meine lieben Freunde. Episch. Der Raven hat auch ganz schön lange aus beim Friseur, muss ich sagen. Aber gut. Ja, erwisch mich ruhig mal voll. Okay, meine Rachsucht halte ich jetzt mal im Zaun. Und heile mich erstmal. So. Wenn ich hier nochmal rausgehe, dann auf jeden Fall, um Zutaten zu kaufen für den Krafttauch, weil momentan mein häufigster Zauber ist. Was mal lange Zeit wahrscheinlich bleiben wird. Ich finde Heilung sehr wichtig. Hab ja früher auch WoW gespielt. Ein Heiler konnte ich nicht spielen. Ich konnte tanken, ich konnte Schaden austeilen, ich konnte zaubern, ich konnte alles außer heilen. Bei mir ist alles gestorben, wenn ich geheilt habe. Alles. Ausnahmslos. Meistens allen voran ich, dann der Tank und dann halt der Rest der Truppe. Aber gut, man muss nicht alles können. Daher ist es auch nicht so schlimm, hoffe ich. So, Hund, greif an und töte. Töte! Los! Boah, Level up! Der Ravenite erreicht Level 12. So, oh, wo geht's hier denn lang? Ja, wunderschön. Wo bin ich hier? Viermal Asche gefunden. Und, was gibt's hier? Wasser, ja! Wie immer im Vulkan. Jede Menge Wasser. Wunderte sind gar keine Gegner momentan. Also ich soll es nicht so klingen, als ob ich mich hier beschwere, aber keine Gegner macht mich relativ stutzig immer. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Ah! Seht ihr? Kaum beschwere ich mich, finde ich einen Gegner. Ach, sogar zwei. Hurra! Meine Freude ist unausdrückbar. Unausdrückbar. Und Sperrwurf. Und da vorbei. Episch vorbeigeworfen. Boah. Gott, bin ich schlecht. Jetzt aber. Und wie Sie sehen, treffe ich nichts. Gut. Ich habe den wahrscheinlich noch nicht. Den habe ich wahrscheinlich schon mal angekratzt. Ja, ich verfehle den einfach mal wieder. Dafür treffen die mich ja häufiger. Hurra. Dann ist es ausgeglichen. Okay, die fressen beide ganz gut, muss ich sagen. Aha, Double Kill. Okay, der Hund hat was gefunden, und zwar... Oder auch nicht. Okay, oder auch nicht. Nein, hier ist nichts. Der Hund schnüffelt zwar, aber ich finde nichts. So, was ist hier? Ja, das sehe ich auch, aber... Na toll. Okay, der Hund wird jetzt mal geheilt. Komme, was wolle. So, und die Echse kriegt auf die Fresse. Echse kriegt auf die Fresse. Echse kriegt auf die Fresse. Uah. Ich verfehle die Echse. Sie kriegt nicht auf die Fresse. Sie kriegt nicht auf die Fresse. Das bin ich, der auf die Fresse kriegt. Ja, yeah, ich habe sie endlich mal getroffen. Ich glaube, ich habe früher so lange gelevelt, bis ich die mit einem Hit down bekommen habe, die scheiß Echsen. Boah, war das eine Arbeit. Diese Levelarbeit war echt furchtbar früher. Wer weiß, vielleicht mache ich das ja auch noch, aber dann wohl eher offscreen mit dem Ravenite zusammen.
Ansonsten ist das für euch eindeutig zu langweilig, wie ich immer wieder hier versuche, irgendwas zu treffen und einfach verfehle und verfehle und verfehle und verfehle und verfehle und verfehle und so weiter und so fort. Und ich verfehle. Mal wieder. So. Oh, der Hund findet was. Wasser im Vulkan. Ich wiederhole, wir sind im Vulkan. Ich habe im Vulkan auch schon Öl gefunden. Fröhlicherweise. Hier geht's nicht lang. Aber hier geht's lang. Ah, hier war ich schon mal jetzt der Anfang, glaube ich. Heißt, hier müssen wieder Echsen lauern. Ah, da ist er schon. Ah, ich habe jetzt keine Lust, hier zu töten. Ich gehe weiter. Was finde ich hier? Nichts. Nichts. Ach, hier geht's rauf. Wie schön. Lange, lange Laufarbeit für den lieben Ravenite und mich. Uah. Ja, ich hab's getroffen. Freude. Es ist tot. Echsenkönig. Ja, wieder erwischt. Endlich mal erwischt. Und er hat den Hund erwischt. Hurra. Ein Minute nochmal. Sehr geil. Und ich habe Pfeffer erhalten. Mal wieder Pfeffer. Noch mehr Pfeffer für mich. Gib dem Affen Zucker, gib dem Affen Pfeffer. Was gibt's hier? Gibt's hier irgendwas? Komm schon, bring mich mal hin, wo es was gibt. Oder auch nicht. Nee. Was ist hier? Nichts. Sehr schön. Ich finde nichts. So, und weiter geht's. Öl! Mitten in der Lava finde ich Öl! Heiße Sache, Leute, heiße Sache. Naja, ich habe immer noch keine Lust, dich zu töten. Aber ich gehe hier mal rauf, da war ich noch nicht. Was finde ich hier? Nur zwei Teile mit Asche und Wachs. Und der Hund schnüffelt und wir finden noch zusätzlich Öl wieder in der Lava. Yay! Öl in der Lava. Großartig. Großartig. So, ich war noch irgendwo, wo ich noch nicht war. Und zwar war das. Okay, die lasse ich auch erstmal. Ach, ich töte die jetzt. Ich habe keine Lust mehr. Oh, super Idee. Das passiert, wenn ich was töten will. Ich kriege nur auf die Nuss. Oh, ich habe was getroffen. Freude. Es ist tot. Noch mehr Freude. Der Hund müsste mal langsam Level abbekommen. Oder hat er das gerade? Schauen wir mal nach. Wir finden 18.000, gut. Und 500, sehr schön. So. Hier, wir geben diese Viecher. Nochmal so zum Gucken. 100. Okay, dann heile ich den Hund lieber nochmal. Die Lebensenergie von ihm sieht nicht wirklich gut aus. So, und weiter geht's, meine lieben Freunde, leichte Unterhaltung. Und nach unten. Hier waren wir noch nicht. Vielleicht finden wir hier was Sinnvolles. Sowas wie ein Topf mit 3 Tropfen Wasser. Oh yeah. 3 Tropfen Wasser. Und Asche. Asche ist sinnvoll im Vulkan, das gebe ich zu. Das macht auch für mich Sinn. So. Bevor ich hier aber weiter den Vulkan erforsche, werde ich erstmal wieder an den Anfang zurückgehen, rausgehen. Um mich mit Krafthauch einzudecken, ehrlich gesagt, weil ich will nicht wissen, was passiert, wenn ich keinen Krafthauch und keine Blätter mehr habe und meine Lebensenergie. Also, ja, ich will mich auf jeden Fall absichern, sagen wir so. Aber vorher öffne ich noch dieses Ding hier. Thank you.
aus hier. Einfach schnell weg. Ging's hier lang? Nein, 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 nein. Ja, cool. Weg hier. Flucht! Zutaten. Ansonsten bin ich platt. Und vielleicht guck auch mal noch nach einer neuen Rüstung. Vielleicht finde ich da auch noch was Sinnvolles. Vorher werde ich von der Pflanze gefressen. Riesenhobby von mir. Als Gemüseenden. So. So, wo war der Rüstungshändler? Ich glaube, der war hier oben. Schauen, ob er ein neues Sortiment hat. Neue Ausrüstung. Interessiert? Ja, dann schauen wir mal. Raptorleder habe ich schon. Lederhalsband habe ich schon. Einmal einen Schädelhelm könnte ich brauchen. Und einen Clownreif. Sehr gerne. Dann rüste ich mich mal weiter aus. Oder auch nicht. Oh, ja, jetzt. Jetzt kann ich kassieren. Schon besser. Es ist hoffentlich auch ein bisschen leichter, die Kämpfe. Aber es ist ja noch so weit, dass ich Zutaten haben möchte. Und dazu gehe ich am besten zu dem braunen Bär, grauer Bär, Flutschfinger. Wie ist der Typ, den ich in der Käfersteppe gerettet hatte? Er hat ja da unten hier seinen Laden. So. Nöp, und weiter. Und jetzt hier lang. Und hoch. Und nicht treffen lassen, nicht treffen lassen, nicht treffen lassen und töten, töten, töten. Sehr schön und weiter geht's. Uah. So, Hütte gefunden. Was brauche ich eigentlich für euch? Also muss ich mal gucken, was ich für Kraftstoff eigentlich brauche. Und wo gucke ich das nach? Gute Frage. Na, werde ich wohl gleich. Ach, vielleicht einfach nur bei Alchemie in diesem Teil, weil auch hier dieser brodelnde Kessel. Ja, Alchemie. Okay, für eine Heilaura brauche ich. Wurzel und Wasser. Wurzel und Wasser, das kriegen wir hin, oder? Wurzel und Wasser können wir kaufen ein paar Mal. Hoffentlich hat er hier die alles. Ich meine schon. Neue Formel, nee. Aber Zutaten brauchen wir und zwar. Ah, das ist unser Wasser. So, und Wurzeln. Ungefähr 70 Mal sollte reichen. Spielstand speichern, ja, wenn es sein muss, ne? So. Auf Wiedersehen. So, jetzt im Dorf schlafen und dann warte ich auf den Ravenite und dann spielen wir weiter zusammen. Dann machen wir den Vulkan hoffentlich fertig und vielleicht sogar den ersten Akt dadurch. So, ein Blatt gefunden. Ja, mit Blättern und sowas könnte ich mich auch noch eindecken eigentlich, aber das mache ich dann im Dorf. So. Weiter, weiter, weiter. Bisschen Sonnenuntergang. Dum-di-dum, dum-dum-dum. Einsamer Cowboy. So, hier war auf jeden Fall die Schlaf. Wo war der Einkaufsmensch? Okay, der Hund schnüffelt sich hier halb doof. Hab ich Asche gefunden auf jeden Fall. Eine Wurzel, sehr geil. Hier war Zora drin. War hier der Laden? Schauen wir mal nach. Die Echsen würden es nicht wagen, unser Dorf zu kommen. Folge würde sie vertreiben. Gut, die werden wir nicht verkaufen. Gibt's hier was zu suchen? Noch mehr Asche. Sehr schön. Hier. Hey, Asche. So ein Zufall. Willst du mal was verkaufen? Ich hasse diese Echsenbrut. Leider bin ich zu feige, um sie zu bekämpfen. Mein Bruder, schlauer Bär, ist der weitaus mutiger. Möchtest du Zutaten kaufen? Ja, schauen wir mal, was du im Angebot hast, soweit. Und zwar, was haben wir da? Kristalle, Öl, Wachs, Wasser, Asche. Nein, will ich nicht haben. Ich suche den Laden. Vielleicht war der hier. Ach, hier waren wir noch gar nicht drin. Wie schön. 30 Krallen, Wasser und 3 Tropfen Wasser. So. Du siehst müde aus. Nimm uns eine Zutatenlüte. Ruh dich dort aus. Okay, das mache ich auch gleich, sobald ich den Einkaufsladen gefunden habe. Da war ich schon, was schon geklaut. Bist du das? Hallo Reisender. Ah, endlich. Helfen. Einkaufen. Blatt. Ein Hundekuchen. Elixier. Nein. So.
Und wieder raus, schlafen und auf den Ravenite warten. Und das tue ich natürlich offscreen, weil auf den Ravenite warten onscreen ist wahrscheinlich verdammt langweilig. Grüß Gott, willkommen beim Hotel. Möchte auf den Kanal übernachten? Oh, siehe dat! So, hast du gut geschlafen? Möchtest du den Spielstand speichern? Auf jeden Fall, mein Freund. So, so und gespeichert. So, meine lieben Leute, dann sag ich mal, man hört sich wieder auf dem Kanal des Ravenite und hoffentlich auf meinem irgendwann mal wieder, sobald ich meinen Rechner fertig habe. Und ich grüße euch. Bis dann. Auf Wiedersehen vom Forsakenmon84. Ciao.